Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim Es ist Ragdark. in der Secret World. Wir sind immer noch weihnachtlich unterwegs und vermissen, Ho, ho, ho. genau, und vermissen Terra immer noch. Wer ist denn Terra? Ich Den weiß Namen habe nicht. ich schon mal gehört. Die ist schon so lange nicht da gewesen. Okay, fairerweise muss man sagen, ich war auch sehr, sehr lange nicht da. Ja, das stimmt. Aber wir nehmen hier Überreste mit. Ja, jeder hat seine Hobbys. Und Koali will immer mein Hobby sehen. Überreste mitnehmen. Ausgraben, Wirklich. mitnehmen, ja. Terra kommt zurück. Nein. Doch. Das ist multikulturell. Vielleicht. Wer ist denn das hier? Penny. Oh, Penny von Big Bang Theory. Sieht aber anders aus als Penny von Big Bang Theory. Ja, Hier Penny von steht Big Bang. ein Schneemann. Ach, du hast schon angeklickt, das reicht schon. Ich habe Okay. nicht angeklickt, ich bin noch reingegangen. Okay. Dann reicht das anscheinend. Den Koordinaten folgen und das Notfallset benutzen. Was für Koordinaten? Ach so, treffen Sie mich in Ägypten in der Region Almera 543220. Ach, du hast was gekriegt da, oder was? Nein, steht, wenn du mit der Maus raufgehst auf das Kästchen, das du im Inventar gekriegt hast, dann steht das da drauf. Okay, check ich. Ja, dann laufen wir da noch mal hin. Ab nach Ägypten. Weihnachtliches Ägypten. Wenigstens bin ich dafür richtig angezogen. Also ich weiß ja auch nicht, ich kenne die Quest, den Queststrang ja ein bisschen, was das mit Weihnachten zu tun haben soll. Ich glaube ja, das hatte was, ich glaube es von 2012, das hatte irgendwas mit diesem Weltuntergangszeugs zu tun. Ja, die Welt. Ist sie noch nicht untergegangen? Nö. Okay. Also ich lebe hier noch. Weiß Der nicht. Untergehen heißt ja nicht, dass wir alle sterben. Nicht? Nein. Davon bin ich bis jetzt immer ausgegangen. Ladebildschirm. Nur für euch Zuschauer da draußen in Ladebildschirm. Da hätten Sie wahrscheinlich mehr von, wenn das bei mir aufgenommen wäre. Da gibt es mehr Ladebildschirme. Schon von Ägypten der Ladebildschirm, oder? Ja. Oh, ich habe Wissen gefunden. Wo? Einfach mitten auf der Strecke, da hat einer dieser Teleporter in der Gartha nicht wirklich funktioniert. Da bin ich einfach weiter geradeaus gegangen. Die spinnen ja manchmal ein bisschen. Das ist so korrekt. So. 543220. Ah, guck mal, da habe ich schon einen Punkt. Ja, aber ich weiß, welche Frage jetzt kommt und ich muss Nein sagen. Damit kenne ich mich leider überhaupt nicht mehr aus. Was? Naja, ich war doch früher beim Militär, also müsste ich mit Koordinaten Karten lesen können. Und nein, das kann ich nicht mehr. Warum nicht? Weil mich das nie interessiert hat. Ich war eher der Typ, zeigt mir die Richtung, wo der Feind ist und ich knall da ab. Ja, so einfach ist das Soldat sein meistens nicht. Ja, ich weiß. Naja, ich bin der perfekte Fußsoldat, wurde mir gesagt. Da gehen wir jetzt mal nicht länger drauf ein. So, hier. Filmsequenz.
Das Maya-Notfallcenter war deine Idee. Du musst nicht mit mir reden, aber du könntest wenigstens... Ach, da sind sie ja. Diese Maya-Prophezeiung. Einige glauben, die Maya-Prophezeiung markiert lediglich das Ende eines Zyklus und nicht unbedingt... das Ende des Planeten. Unser Ende. Das Ende von allem. Aber mein werter Kollege, den ich respektiere und sehr schätze, teilt diese Einschätzung nicht. Überhaupt nicht. Und ich muss zugeben, Beweise geben ihm anscheinend recht. Hast du gehört, Aaron? Ich gebe zu, dass ich falsch lag. Ich nannte seine Maya-Theorien New Age Mumpitz. Dann sagte er zu mir, alte Ziege. Ich nannte ihn einen Morning Light-Apologeten. Er nannte mich einen unsensiblen Furz. Und ich ihn einen egozentrischen Bollywood-Fuzzi, den ich... nun ja, den Rest möchte ich Ihnen ersparen. Sie verstehen schon. Das Ende naht. An allen Fronten. Ich bin wohl wirklich ein sturer und dummer alter Mann. Der Junge hat erstaunliche Ideen und sogar den Weitblick dafür zu sorgen, dass er sie mit den richtigen Leuten teilt, falls erforderlich. Nun, jetzt ist es anscheinend erforderlich. Und das Gelaber von einem alten Furz darf dabei nicht stören. Ich will nicht, dass die Welt so endet. Jetzt mal ehrlich. Haben doch was miteinander. Ja, nee, warum lege ich mich in der Wüste schlafen? Oh, das ist hier ein Feiertagsboss. Einen, den man alleine schaffen kann? Nein. Oh, ich sehe die lebt. Wollen wir hier jetzt warten? Weißt du, wie man in die Event-Chat kommt? Nein. Mist, sonst könnten wir den posten, dann kommen Leute hier hin. Ich habe eine Idee. Ich habe jetzt mal in die Gilde reingeschrieben, dann kommen da wahrscheinlich welche und die schreiben das dann rein. Sind denn welche da? Ich hoffe. Ich mache so lange mal eine Pause und dann sehen wir uns wieder, wenn wir diesen komischen Golem besiegen. Bis dann, gleich, tschüss. Da sind wir wieder. Und mitten im Kampf mit diesem riesen Golem, nachdem wir stundenlang versucht haben... Aua, bin ich direkt tot. Leute zusammen zu sammeln. Aber irgendwie hatten wir einen ziemlich intelligenten Typen dabei, der den einfach mal zwischendurch angegriffen hat. Und jetzt sterben wir hier die ganze Zeit. Und ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Deswegen habt ihr den Anfang vom Kampf nicht mitbekommen. Weil einfach zwischendurch dieser Typ einfach mal angegriffen hat. Der Depp. Ja, der Johnny, ne? So. Ein bisschen. Ah, schade, ich dachte, ich kann ihn noch heilen. Ja, es ist halt auch Weihnachtsmorgen. Kann auch sein, dass da auch nicht so viele Leute da sind, ne? Wahrscheinlich haben sich die meisten betrunken, so wie ich gestern. Oh, scheiße ist das. Ich wundere am meisten, dass bei mir so oft durchtrinkt steht. Hast du das nicht ein bisschen geändert? Ja, eigentlich schon, aber trotzdem ist es nicht so weit, dass es so gut sein sollte. Ja, das ist natürlich jetzt zum Zugucken. Ja. Die aus der Gilde, meiner Gilde hatte mir gerade geschrieben, da sind Weihnachten nicht ganz so viele online. Wow. Die Suppe hat mich erwischt. Suppe,
Ja, das passiert. Also, liebe Zuschauer, eine Frage an euch. Wie viele nackte Frauen habt ihr an Weihnachten gesehen? Bei mir sind es 3. Das wäre jetzt, ist jetzt nicht so eine weihnachtliche Frage, wie ich gedacht habe. Was hast du denn erwartet? Was anderes. So, wer ist der Tank? Nein, der ist resettet. Oh. Man sollte ihn halt nicht hier rausholen. Oh, Depp, ey. Ich hab die Agro. Okay, wir brauchen keine Sorgen mehr zu machen. Koale, die Agro. Jetzt nicht mehr. Das ist super klar, dass das nicht. Das ist wieder der gleiche Depp, ne? Der den resettet hat, der den eben angegriffen hat. Ja. Das ist ein Idiot. Wow, nein, ich mich. Boah, wir haben einen Tank mit 3000 Lebenspunkten. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab ja mehr. Und ich meine, das heißt schon was. Ah ja, jetzt haben wir einen mit 7000. Boah, nicht wieder dieser scheiß Nebel. Hast du gerade noch deine Damage Heal Dings? Damage Heal? Also Leech Bild. Ja. Kannst du mich eventuell ein bisschen heilen? Kurz? Jetzt gleich, wenn ich wieder da bin, ja. Achso, du bist nicht da, okay. Ich bin gerade gestorben. Okay, jetzt schon wieder erledigt. Das Ziel ist außerdem außer Reichweite. Du überhaupt auch da ganz gut. Oh, ein anderer Tank. Das hasse ich immer, wenn die Tanks switchen. Aber gut, so der das hier die ganze Zeit platt macht. Ja, von diesen Bossen gibt's halt 3 Stück, glaube ich. Die gibt's zum Weihnachtsevent, gibt's da auch Erfolge, wenn du alle 3 getötet hast. Okay. Ihr müsst euch nur mit dem Villandash anfreunden, wenn ihr das Spiel spielt. Und warten, bis der online ist, weil der jeden Abend Bosse jagt. Ach ja, und es gibt Super Heal, gibt's auch noch. Wen? Eine mega große Riesenversion von meinem Pet. Oh. Oh, 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 oh. Oh, ich bin rausgekommen, ich bin rausgekommen. Ja, ich auch. Ich wundere mich voll. Wieder nicht heilen, manchmal will ich jetzt wieder heilen. Falls er überlebt hat. Aber ja, er hat überlebt. Und wir haben ihn schon noch unter der Hälfte, das muss doch gehen. Willst du denn dann wenigstens mal Werbung für deine Gilde machen, wenn wir das machen? Nein. Nein. Das ist nicht so gut. Ich habe kaum was mit dir zu tun.
Warum bist du dann da drin? Weil Gürfalken gerne ein kleines beleidigtes Kind ist. Okay. Die Geschichte hatte ich dir doch schon erzählt. Ich meine, die Gilde ist toll und alles, aber... Naja. Ich habe halt kaum was mit ihnen zu tun, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen traurig. Oh, nö. Ja, gleich haben wir ihn. Ich kann ja wenigstens bald anfangen, meinen eigenen Kanal zu starten. Echt? Machst du das? Ja, natürlich. Ich muss nur dafür sorgen, weil das, was du mir da empfohlen hast, das Aufnahmeprogramm, dieses Shadow-Ding, das geht nicht, weil meine Grafik irgendwie nicht gut genug ist. Mit der neuen Grafikkarte hoffe ich ja, dass es jetzt endlich geht. Okay. Ja, dieses Shadowplay hat mich halt... Und das funktioniert bei mir halt ziemlich gut. Besser als Fraps, was ja sonst ziemlich oft benutzt wird. Ja, ich muss mich halt nur noch irgendwann da reinfuchsen, dass wir den Tonspuren richtig hinkriegen und alles drum und dran da. Aber da werde ich mich dann eh nochmal bei dir melden, damit ich das nachsetze, dass du mir da vielleicht Tipps gibst. Dann müsst ihr alle beim Lesrak Dark Binding of Isaac. Ja, das ist auch genau das, was ich nämlich da machen werde. Nochmal Ads. Die Frage ist nur, spawnt er die? Ja, der spawnt. Ah, okay. Die spawnen, glaube ich, alle Ads, also die ganzen Bosse. Außer Superheld, die macht das, glaube ich, nicht. Na, aber dieses Krampus-Dungeon können wir ja wieder machen, wenn mehrere von uns online sind. Ja, der ist schwer. Deswegen meine ich, habe mehrere online sind. Dafür müssen wir erstmal Krampus so kleine killen. Ja. Geben die Bosse hier eigentlich auch so eine Tüte? Ja. Auch der Krampus-Boss? Ja. Also die Bosse hier droppen Siegel meistens. Oder Packs oder Zeug. So. Ich habe einen Elementarfokus gekriegt. Wo ich doch so viel Elementar benutze. Ich habe Düsterzauber. Oh, wieder so eine Verwandlung. Oh. Verwandlungen sind doch cool. So. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge für heute mit diesem grandiosen Triumph über diesen Überrest der allerletzten Tage. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann hier unsere Quest weitermachen. Nämlich, da müssen wir nämlich die Notizen des Archäologen lesen. Wie aufregend. Ja, lesen, ja! tschüss. Ciao. Yeah.